draußen. Mein Name ist wieder Andreas Hähnl. Schön, dass ihr auf meinem YouTube-Kanal dabei seid. Ich bin heute im Service Center in Nürnberg unterwegs für euch und werde endlich mit meinem Tesla P85 den Adapter bekommen fürs CCS-Laden. Also bleibt dran, es wird richtig spannend. So, nach 2,5 Stunden bin ich endlich wieder im Auto angekommen und jetzt wurden die Teile auch verbaut. Was wurde verbaut? Es wurde ein Kabel verbaut speziell, es wurde Hardware nachgerüstet und es wurde was an der Software verändert. Ich blende euch jetzt mal hier das Bild ein, was alles gemacht werden muss. Drei Komponenten sind zwingend notwendig, um CCS umzurüsten. Jeweils sind das Weiße in der Mitte, ist das Steuergerät, dann der Kit, jeweils das Kabel und oben rechts seht ihr dann den Adapter für das CCS. Nachdem die Sache eingebaut ist, habe ich jetzt für den ganzen Prozess 500 Euro bezahlt. Die Rechnung beinhaltet das Retrofit, das CCS Combo 2 macht insgesamt 420,17 Euro, inklusive Mehrwertsteuer kommen wir auf 500 Euro. Ich habe mich mit dem Mechaniker noch ein bisschen unterhalten. Filmen durfte ich ja wieder nicht, das ist ja von Tesla nicht erlaubt. Er hat mir das aber genau noch mal erklärt. Also wie gesagt, Hardware-Umrüstung ist notwendig. Dann braucht ihr ein spezielles Kabel noch mal dafür. Und die Software im Auto muss auch angepasst werden an das CCS-Laden. Es geht ja heute darum, ich möchte ja mit dem CCS-Laden einfach mehr Möglichkeiten mit dem Tesla Model S haben, dass ich nicht nur an den Superchargern eben hinfahre, sondern auch die Möglichkeit eben habe oder mir die Möglichkeit eben gebe, dass ich auch an den Fastnet oder zum Beispiel an den Ionity oder zum Beispiel auch an den 50 kW Ladern einfach flexibler dann bin, dass ich nicht immer nur auf den Superchargern angewiesen bin. Die sind zwar reichlich in Deutschland, aber es gibt auch einige Stellen in Deutschland, wo ich dann gerne nochmal zwischenladen hätten wollen. Und da sehe ich halt dann schon die Stärke des CCS, gerade weil das Model 3 das ja jetzt auch hat, das wollte ich halt auch gerne haben. Wie gesagt, 500 Euro hat mir das Ganze gekostet, habe den Termin, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich habe jetzt vorhin nochmal mit einigen Leuten gesprochen, ja, wie ist das bei Tesla mit dem Termin ausmachen? Also ich persönlich habe es über die App gemacht, ich habe einen Termin ausgemacht, über die App funktioniert es wunderbar. Also für euch da draußen auch nochmal ganz wichtig, macht den Termin über die App. Ihr kriegt dann ein paar Tage später eine Bestätigung, dass ihr dann auch pünktlich da sein sollt zu dem Termin und dass der Termin dann auch nochmal bestätigt ist. Ich hatte also heute vorhin bin ich dann reingekommen, dann haben die mir das Fahrzeug eben den Schlüssel abgenommen und haben gesagt, das dauert eben 2,5 Stunden. Also wenn einer das da draußen machen möchte, macht bitte den Termin vorher mit der App aus. Ohne Termin geht es bei Tesla gar nicht mehr. Auch telefonisch hier in Nürnberg zum Beispiel kann man nicht mehr erreichen. Die haben also die Telefone abgeschafft. Es läuft also alles nur noch über die App oder halt dann dementsprechend über die Tesla Support-Seite. Ganz wichtig. Okay. Jetzt werden wir die Sache natürlich auch für euch mal testen. Ich habe den Adapter. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch die Möglichkeit, dann mal an den Ionity-Ladestationen hinzufahren. Ich werde auch nebendran in Berg, das ist jetzt hier ganz in der Nähe von Nürnberg, die Möglichkeit, dann da auch nochmal den 50 kW-Lader zu testen für euch. Und am Schluss werde ich dann zum Supercharger in Hibbertstein auch nochmal hinfahren und werde es für euch dann auch nochmal testen. Ich zeige euch dann auch die Ladeleistung, dass ihr dann auch seht, okay, was lädt er dann auch wirklich, weil es kassieren doch einige, die sagen, er kann 110, 120, es gibt welche, die haben auch schon 135. Da will ich auch noch mal was dazu sagen, wir werden also in das Video auch noch mit reinpacken, ein Ende 2018er Modell. Angeblich soll das auch ohne Hardware-Nachrüstung, ohne Softwareanpassung funktionieren. Das werden wir heute Abend probieren und dann sehen wir uns auf jeden Fall später jetzt dann gleich am Ionity an der Ladestation. Bis gleich. Hier am 50 kW Lader
Und Andreas assistiert mir ein bisschen, weil alleine ist es schwierig. Einer muss ja die Kamera halten. Erstmal hallo Andreas. Ja, grüß dich Andreas. Dir, alles gut? Ja, und selbst? Ja, danke. Wir machen ja heute was ganz Spannendes. Als einer der, ja, eine, mal wieder einer der Ersten, ne? Vielleicht, man ja. weiß es nicht. Und zwar, vielleicht zeigst du es mal den YouTubern da draußen. Wir haben hier den Adapter, den CCS-Adapter. Der Umbau von beim Andreas ist jetzt fertig seit heute. Für das Model S. So, ja, dann schießen wir mal los, oder? Ja, genau, richtig, würde ich sagen. So, also, Schritt 1, man geht an die Säule. Und wählt dann hier vorne entsprechend bei den Säulen hier als erstes, drückt man einmal irgendwo drauf. Irgendwo. Mhm. Jetzt, wie das schon steht, Karte davor halten. So, dann, wenn die Karte überprüft wurde, dann einmal auf CCS auswählen natürlich, weil wir wollen ja CCS laden. So. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Und zwar nehmen wir hier die CCS-Säule raus und stecken den Adapter dran. Das war zu schnell. Das haben die Leute nicht gesehen. Ja, also hier, das ist der schöne Adapter. Genau. Und einmal reinstecken. Der passt also genau auf den CCS. Genau, richtig. Okay. Und der passt jetzt dann auch in den alten? Hier sieht man übrigens auch die Verriegelung, die gleich rausspringt. So dass man sehen kann, dass, dass die Verriegelung dann später auch, dass man es nicht rausziehen kann. Mhm, jetzt, hat er wieder verschlossen, müssen wir wieder aufmachen. Ja, genau. Okay. So, jetzt wird er reingesteckt und das Auto verriegelt auch schon. Da hat man es gehört, jetzt hat es geklackt. Und die Säule knallt auch schon, so wie es sich gehört. Noch knackt so ein bisschen hin und her. So, und jetzt sagt er schon Ladezeit. Ich extra, wir gehen mal rein. Und jetzt gehen wir mal ins Auto. So, Andreas, was haben wir jetzt da? So, hier sieht man das so richtig schön, wie das alles dasteht. Und zwar laden wir jetzt wieder mit 122 Ampere. Das ist das Maximale, was die Kombination Stecker und Adapter kann. Und die 344 Volt sind ja bekannt aus dem BMS. Und jetzt deshalb daraus ergibt sich dann die Ladeleistung von 42 kW. Und das ist das, was er jetzt gerade lädt. Das Schnellste, was er hier halt laden kann. Das ist jetzt ähnlich wie damals mit dem Stademo Kombinationsstecker. Genau. Das liegt allerdings auch zum Teil vor allem auch an der Ladesäule, die natürlich auch selber nicht viel mehr kann, weil die Säule ja selbst nur 50 kW kann. Und die Amperezahl halt das aus der Kombination Säule, Stecker und Adapter. Die gibt halt vor, wie viel Ampere maximal gezogen werden können. An der Spannung können wir nicht viel ändern, an der Spannung vom Akku. Und deshalb haben wir 345 Volt, das ist wie beim Stademo. Und da wir nicht mehr Ampere ziehen können, haben wir halt weiterhin 122 Ampere. Also 122 mal 346 macht ungefähr 42. Bis zu dem Punkt haben wir keine Verbesserung. Nein. So, jetzt geht es aber rüber. Wir haben gegenüber die HPCs, also das sogenannte Schnelllader, 350, genau. Wir jetzt mal rüber gehen und werden das für euch testen. Schauen wir mal, ob die mehr können. Also bis gleich. Bis gleich. So Andreas, jetzt geht's los. Model S P85 CCS Laden mit Adapter. Legen wir los. Am Ionity Charger. So, und zwar jetzt geht das Ganze hier ein wenig umgekehrt. Wir nehmen als erstes den Stecker raus und stecken den Adapter da drauf und stecken das ganze Teil in das Auto. Und warten, bis es verriegelt. So, und wenn es verriegelt hat, schalten wir den Lader frei. Das machen wir, indem wir Start drücken und ein wenig warten. Und scheinbar die Authentifizierung diesmal nicht nötig ist. Wir warten darauf, dass er anfängt zu laden. Das Auto sagt schon, Laden gestartet. Und wartet gerade auf die Säule. Das ist aber ein gutes Zeichen. Und die Ladung geht los. Okay, dann gehen wir mal rein. Das heißt, wir haben jetzt hier nichts bezahlt. Ja, irgendwie nicht. Ist auch in Ordnung. Also wenn ihr kostenlos laden wollt, kommt nach Berg. Und nehmt den zweiten Lader. Genau. So Andreas, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Was ist jetzt so besonders an dem Ganzen? Genau, wir zeigen nochmal hier wieder die Daten. Und hier sehen wir jetzt, dass wir wieder mit 340 Volt, wie gerade eben, auch laden. Aber jetzt haben wir schon mehr Ampere als drüben an der Ladesäule. Die Sache ist die, dass der Adapter bis zu 210 Ampere kann, die Säule bis zu 350 Ampere. Und deshalb ziehen die Ampere immer weiter nach oben.
und der dürfte gleich bei 210 ungefähr, plus minus ein paar Ampere, die jetzt hier für sonst was drauf geht. Oh, er zieht sogar noch höher. Jetzt sind wir schon bei 240 Ampere, also sind wir eigentlich jetzt schon über die Spezifikation des Adapters hinaus. Das ist auch sehr interessant. Juhu! Und wir haben schon Supercharger-Geschwindigkeit mit 110 kW und 300 Ampere. Ah ja, jetzt pendelt er sich langsam ein. 14% Akkukapazität im Moment. Genau, richtig. Jetzt kann auch jetzt mit seiner schnellsten Ladegeschwindigkeit laden, was der Model S P85 halt kann. Mhm. Das kann ich ja eigentlich auf das mittlere. Genau, richtig. Wir können jetzt aufs mittlere gehen. So. Also wir haben jetzt die Daten von vorhin, die 360 Volt multipliziert mit den 277 Ampere und dann kommen wir ungefähr auf die 100 kW. Und ja, dass er jetzt wieder schon wieder abfällt, könnte auch unter anderem daran liegen, dass wir noch die Klima lustig laufen haben. Die machen wir mal gerade aus. Könnten wir vielleicht noch ein halbes KW oder ein ganzes gewinnen? Nee, es bleibt dabei. Lieber ein bisschen. Dann bleibt sie an. Huch. Genau, Sekunde. Oben hier drauf. Genau, ja. So. Und jetzt haben wir wieder hier die 97, 98 KW. Er fällt jetzt schon langsam ab mit den Ampere. Das finde ich interessant. Diejenigen, die jetzt vorgespult haben, die sind nicht am Supercharger. Genau, wir sind gerade am Ionity Charger. Mit dem neuen Adapter. Mit dem neuen CCS Adapter. Den ich heute bekommen habe. Genau, heute eingebaut ins Model S P85. Mhm. Und wir laden hier gerade mit Supercharger Geschwindigkeit. Bei 16% Akku mit ganzen 95 kW. Mhm. Und das ist die Sache, die natürlich schön ist bei diesen Autos mit dem schönen Adapter. Das heißt, an den HPC-Ladern kann jetzt auch mit dem gleichen Adapter, mit diesem CCS-Adapter auch genauso schnell geladen werden wie am Supercharger. Ich habe ja vorhin, habe ich einmal nachgefragt, was alles gemacht worden ist. Steuergerät haben sie erneuert, dann ein spezielles Kabel. Ich habe das am Anfang des Videos auch eingeblendet. Da müsst ihr halt einfach nochmal vorspulen, dann seht ihr es. Genau. Spezielle Software ist drauf, ganz wichtig. Natürlich, genau, richtig. Also, wir haben jetzt auch mal getestet bei deinem Wagen. Genau, bei meinem, das ist der 100D. Der hat das Retrofit, so nennt sich das Ganze ja, CCS Retrofit. Das ist leider noch nicht fertig. Und da haben wir das Problem, dass natürlich die Software nicht drauf ist und dass vor allem auch das Steuergerät fehlt, was da noch ausgetauscht bzw. eingebaut wird. Und deshalb lädt meiner jetzt, wenn ich den hier an den Ionity Charger hänge, denkt meiner, wollte mit CCS laden, mit Typ 2 laden, also Wechselstrom laden, und das versteht der Ionity Charger natürlich nicht, beziehungsweise er versteht es und sagt, mache ich aber nicht, und deshalb passiert nichts. Das heißt, du wirst um das Update nicht drumherum kommen, genau, so wie richtig. Es jetzt ich heute gemacht habe. Genau. Preise habe ich euch schon genannt, ich habe eine Punktlandung gehabt, genau 500 Euro. Ich war im Service Center in Nürnberg, wieder sehr zufrieden, kann ich euch empfehlen. Ich habe glaube ich 2 oder 3 Kaffee getrunken, 2,5 Stunden circa habe ich warten müssen, also eigentlich in einem ganz normalen Bereich. Genau. Auch nochmal wichtig, was in Nürnberg auch bei einigen Unterhaltungen und Gesprächen rauskommt, ist, ihr müsst mit der App euren Termin ausmachen, ganz genau. Wichtig. Es gibt keine Telefonverbindung mehr zu Nürnberg, die ist gekappt seit 2 Wochen. Das ja. Heißt, alle Termine bitte über die App ausmachen. Ist auch genau. Ganz komfortabel, könnt ihr unten eingeben, kriegt auch dann ein paar Tage später die Terminbestätigung, dass er eben pünktlich sein muss, bla bla bla. Vielleicht sogar am Tag selber. Ja, je nachdem, wie es halt weiß. Genau, richtig. Und ihr habt immer ein Fenster, das wurde mir bestätigt, von 4 Stunden. Ja. Das heißt, der Service Center bestätigt euch immer 4 Stunden, weil in der Regel die meisten Reparaturen, hat er mir gesagt, so um die 4 Stunden sind. Genau. Mal 1 Stunde, mal 4 Stunden, je nach Aufwand, was halt genau. Gemacht wird. Und wenn man reinschreibt, was man austauschen möchte, dann rufen sie einen auch zurück, wenn es dann irgendwie doch länger dauern sollte. Also gerne einfach alles sofort schon in die Terminanfrage mit reinschreiben. Also wenn man sagt, ja, also ich möchte das Retrofit machen, aber ich habe noch die und die Garantiearbeiten zum Beispiel, mit reinschreiben, und dann rufen die einen dann auch an und sagen Bescheid, dass das dann entsprechend gemacht werden kann. Okay, Andreas, dann haben wir soweit alles gezeigt. Genau. Dann fahren wir am Supercharger. Und probieren es da nochmal. Wir haben jetzt den 50 kW haben wir gehabt, den genau. 350 kW. Genau. Und jetzt gehen wir zum Supercharger, dem klassischen, mit genau. Den 2 Anschlüssen. Genau. Klassisch Typ 2 hat. Typ 2 und dann CCS den CCS. Und schauen, ob wir damit CCS auch laden können. Okay, also genau. Bleibt dran. Good. Supercharger. Ne? Wieder mit dem Adapter. Hier haben wir ihn. Und genau, legen wir los, würde ich ja, sagen. Genau. Also, einmal aufsperren bitte. Ja.
Und lang auf dem Schlüssel bleiben. Genau, richtig. Ich zeig's euch. 3 Sekunden. Klackt, so. Warte, ich gehe auf die andere Seite. Genau. Hier habe ich jetzt den Stecker mal wieder und den Adapter. Ich stecke sie wieder zusammen und das Ganze hier reinstecken. Bei Tesla ist das alles ein bisschen nicht, sieht es nicht ganz so brutal aus. Wir können im Prinzip gleich ins Auto gehen. Genau, jetzt können wir schon ins Auto gehen. Mann, hier sieht man ja nichts an der Säule. Das ist so, dann stellen wir mal die Klima etwas runter, weil es ist doch ein bisschen lauter. Genau. Auf 3, 2 reicht. Ja, 4, 2, 3, 4 reicht. So, Andreas. So. Hoch. So, und er fährt schon hoch langsam. Genau, wir können wieder sehen. Ja, hier wird jetzt leider nicht angezeigt, wie viel Ampere er lädt. Das ist, das macht er immer beim, da macht er das leider nicht beim Supercharger. Aber wir sehen schon, dass er wieder auf 100 kW ist. 110 kW, 116 kW. Also mit anderen Worten, wir können auch am Supercharger mit Adapter natürlich laden. Mhm. Wir haben hier wieder die vollen um die 200, nein, Quatsch. Wir haben wieder die vollen Ampere-Anliegen, wie gerade auch beim Ionity. Und können hier mit voller Geschwindigkeit mehr oder minder laden. Hier würde ich euch aber bitten, wenn ihr den Adapter nicht unbedingt braucht, natürlich den normalen Ladesäulen nehmen. Und dann natürlich bitte die für das Model 3 Freiheiten. Genau. Das ist nur jetzt, wenn ihr auswärts irgendwo laden müsst. Genau, also CCS. Wichtig, CCS, wenn ihr natürlich sowieso an einer Säule steht, weil zum Beispiel alle schon umgerüstet sind, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr unbedingt darauf besteht, den Adapter mit anschließen. Allerdings ist das natürlich eigentlich ein bisschen überflüssig, einen Adapter anzuschließen, wenn man das auch ohne Adapter machen kann. Ich will uns gerade mal positionieren. Ich glaube, man sieht uns, oder? Ja, ja, doch, man sieht uns, genau. Ja, Andreas, wir haben jetzt mal ein bisschen durchgetestet. Genau. Jetzt meine Frage, ich würde es mal ein bisschen journalistisch aufgreifen, das Ganze. Warum brauchen wir Model S und Model X Fahrer diesen Adapter? Also der Adapter ist halt eine Alternative zum CHAdeMO Adapter. Und so ist es halt auch genauso wie früher der CHAdeMO Adapter dazu da war, um das Supercharger Netzwerk, nenne ich es jetzt mal, also das Schnellladenetz, einfach für uns Model S Fahrer zu erweitern. Also das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo halt kein Supercharger unterwegs ist, sei es auf einer Strecke, wo kein Supercharger unterwegs ist, wo keiner aufgebaut ist, zum Beispiel in Osteuropa, da sind sie ja teilweise sehr dünn gesät. Oder aber auch, genau das Gleiche gilt auch für, wenn ich zum Beispiel zu Hause sage, ja, also ich möchte gerne, also ich habe in der Gegend zwar ein paar CCS-Lader, aber der Supercharger ist halt 100 Kilometer entfernt. Zu weit weg. Dann kann man halt auch CCS nutzen, um halt die Schnellladung nutzen zu können. Zum Beispiel, wenn man selber keine Ladesäule in der direkt unmittelbaren Fußweg hat, mhm, und zu Hause nicht laden kann, dass man dann hingeht und sagt, okay, dann fahre ich halt eben ein bisschen weiter und fahre ich ein bisschen weiter weg und lade dann da am Schnelllader auf, damit ich dann trotzdem Elektroauto fahren kann. Wie machen die Fahrer das jetzt, die Model S und Model X Fahrer, wenn sie es ganz normal ins Navi eingeben? Er würde ja jetzt automatisch immer die Supercharger anzeigen. Natürlich. 15 Minuten da laden, 20 Minuten da laden. Ja. Jetzt kann man umdenken. Das heißt, man, genau, könnte im Prinzip die, ja, HPC und die Fastnet-Lader für euch da draußen, ja, interessant, genau, könnte man dazwischen einbauen. Insbesondere für die Leute, die kein Free Supercharging mehr haben. Mhm. Für die kann es eventuell, je nachdem, wie es ist, das möchte ich jetzt nicht mich auf etwas Bestimmtes festlegen, aber je nachdem, wie die Preise liegen, kann es mal günstiger sein, lieber an einem Schnelllader, also HPC-Lader zu laden, als an einem Supercharger. Mhm. Natürlich, wir beide haben beide das Glück, noch mit Free Supercharging unterwegs sein zu dürfen. Aber wer halt kein Free Supercharging hat, für den kann das tatsächlich auch interessant sein. Mhm. Zu sagen, na, Supercharger kostet halt, ich glaube, 49 Cent pro Kilowattstunde umgerechnet oder vielleicht sind es 39, habe ich jetzt nicht im Kopf gerade die Preise, weil ich halt Free Supercharging habe. Aber für die kann es natürlich sehr interessant sein, dann entsprechend mit dem Adapter zu laden. Ja. Denkst du, dass viele sagen, da draußen 500 Euro ist doch eine Menge Geld? Ja. Kann ich viel laden mit dem Geld? Also könnte ich viele Ladevorgänge abschließen? Meinst du, es gibt welche da draußen, die kalkulieren das? Das weiß ich nicht. Das muss man, das ist ganz auf das persönliche Fahrprofil, muss ich ganz persönlich sagen. Also was das Geld angeht, muss ich persönlich sagen, da ich die Preise an den Schnellladern bisher für mich uninteressant waren,
und wie gesagt an den Superchargern auch, weil sie für mich kostenfrei sind, war das für mich bisher vollkommen irrelevant, was da günstiger ist. Aber natürlich, klar, man sollte sich hinsetzen, wenn man sowieso kein Free Supercharging hat, hinsetzen, mal durchrechnen. Das kann ich auch irgendwann noch mal machen und das können wir dann unter dem Video verlinken, entsprechend einfach unten reinschauen, dass man mal einen Vergleich sieht. Die Handbewegung. Genau, richtig. Dass man mal entsprechend mal reinstellt, das zu vergleichen, was jetzt entsprechend schneller ist, günstiger ist. Also ich habe natürlich jetzt heute den ganzen Tag opfern müssen, aber ich habe es gern für euch da draußen gemacht. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf diesen Adapter eingehen, weil viele sagen, naja, ist umständlich. Ich meine, der ein oder andere sagt, diese HPC-Lader sind doch relativ schwer. Jetzt hat man da noch einen Adapter dazwischen und wie siehst du das? Meinst du, die Handhabung könnte den einen oder anderen abschränken? Eigentlich nicht, weil gerade der CCS-Adapter, ihr habt den ja gerade vorhin mehrfach gesehen, der ist ja gerade mal so groß. Wenn ich mir überlege, wie groß der Shademo-Adapter war, das war ja so ein Oschi, der also da musste man schon was suchen. Das ist eine smarte Lösung eigentlich. Genau, richtig. Also der CCS-Adapter, der fällt ja quasi fast nicht auf. Natürlich, klar, der wird größer, nochmal ein Stück größer und ich weiß nicht, der wiegt jetzt, ich würde jetzt mal so schätzen, ein Kilo oder vielleicht anderthalb Kilo wiegt der. Klar, das ist natürlich so. Aber auf der anderen Seite, so schlimm ist es nicht. Mhm. Also mich stört es nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin jetzt auch froh, dass ich ihn habe, ganz ehrlich. Man ist halt einfach flexibler. Und willst du noch irgendwas ergänzen? Ich würde gleich gerne noch mal zeigen, wie das kommt, dass wir an der einen Stelle mit schneller und an der anderen Stelle langsamer laden können. Das kann ich gleich noch mal kurz am besten aufzeichnen, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Okay, also dann packen wir das noch mit rein, gell? Genau. Jetzt hätte ich dann doch noch mal eine Frage. Das erste Laden, da waren ja nur 43 kW genau. Auf der Anzeige. Jetzt wirst du mir mal bitte erklären, warum das so ist. Genau, richtig. Nehmen wir euch mal mit, wir zeigen es genau. Euch mal. Wir zeigen euch da mal ein Bild. Ich male das nämlich ein bisschen auf, dann ist das ein bisschen einfacher. Also, wie folgt muss man sich das vorstellen, das ist ja eine Kette, mit der wir laden. Also einmal haben wir hier am Ende das Auto mit der Batterie und dem Batteriemanagementsystem. Ich male das mal hier so ein bisschen hier so auf, so schematisch, das ist Plus und Minus. Und da samt Batteriemanagementsystem. Jetzt haben wir in der Mitte haben wir jetzt diesen tollen CCS-Adapter, auch den male ich jetzt mal nur schematisch auf. Sieht ein bisschen komisch aus, aber so ungefähr sieht er aus. Und wir haben die Ladesäule. Die male ich mal so auf, mit so einem tollen Käbelchen dran. So, das ist unsere Ladesäule. Sehr schematisch dargestellt, aber reicht aus, um darzustellen, was wir haben. So, wir verbinden die jetzt alle miteinander. Und alle haben ein Mitspracherecht, wie schnell denn jetzt nur geladen wird. Das Batteriemanagementsystem gibt vor allem erstmal natürlich die Spannung vor. Die war jetzt ungefähr bei 320 Volt. Es lag daran, dass die Batterie relativ weit runter war, vom State of Charge her. Mhm. Und das Zweite ist jetzt, dass jede von diesen drei Elementen gibt seine eigene Geschwindigkeit vor, wie schnell geladen werden, also wie viel Strom fließen darf. Und das Strom wird ja in Ampere gemessen. Jetzt hat die Ladesäule hat jetzt gesagt, also ich kann maximal 125 Ampere. Der Adapter sagt, ich kann maximal 210 Ampere. Und die Batterie kann noch deutlich mehr Ampere, müsste ungefähr 400 Ampere sein. Ist jetzt erstmal, das liegt daran, wie weit der State of Charge ist und natürlich auch daran, wie weit die Temperatur abhängt. Also hängt zum einen von der Temperatur ab und vom State of Charge, schreibe ich jetzt mal dahin, in Klammern. Das ist das, warum wir schneller oder langsamer laden. So, und jetzt wird immer der kleinste von diesen drei Werten genommen. Und das sind natürlich die 125 Ampere. Mhm. Und wer jetzt ein schlauer Fuchs ist und sich einen Taschenrechner dazu nimmt, der kann jetzt die 320 mit den 125 Ampere multiplizieren. Und dann sind wir ganz schnell bei 40 kW ungefähr. Jetzt haben wir natürlich Ladeverluste und so weiter. Und deshalb ergibt sich dann halt Plus, Minus. Und auch die Spannung steigt natürlich ständig. Je höher das State of Charge ist, also auch das ist hier von dem State of Charge abhängig, wie hoch die Spannung ist. Und dadurch relativiert sich das alles Step by Step. Und deshalb konnten wir vorhin nur langsam laden und konnten bei dem 350 kW Lader, obwohl der eigentlich ja 350 kW laden kann, nur
in Anführungszeichen mit 110 kW laden, mhm, beziehungsweise 100 kW teilweise, mhm, weil halt das Batteriemanagementsystem dachte, stopp, so viel kann ich gar nicht vertragen. Und da ist nämlich das Batteriemanagementsystem das begrenzende Element dann entsprechend. Okay, und deswegen dann auch nur diese 43 kW. Genau. Das kann richtig man also alles genau ausrechnen. Genau, richtig. Super. Und bis auf den Supercharger kann man immer, das hatten wir euch ja gezeigt, vorne in der mittleren Konsole, wenn man auf Prozent stellt in den Einstellungen, kann man in der Konsole bis auf den Supercharger immer sowohl den Strom als auch die Spannung dann sehen. Ja, das geht jetzt hier leider nicht, weil wir am Supercharger stehen. Aber wie gesagt, an den langsamen Ladesäulen, an den DC-Ladesäulen kann man das entsprechend ablesen. Gut, super. Hast du uns sehr schön erklärt. Herr Andreas, dann danke ich dir, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Gerne, für gerne. Uns, für uns da draußen, für die YouTuber. War heute doch ein spannender Tag für mich. Wie gesagt, ich bin jetzt froh, dass ich den CCS-Adapter habe. Wenn das euch zusagt, dann kauft euch das Ding. Lasst euch unten mal ein bisschen in den Kommentaren aus, wie findet ihr selber diesen CCS-Adapter für das Model S und Model X. Dir sage ich nochmal herzlichen Dank. Gerne, gerne. Wünsche noch ein schönes Wochenende und euch da draußen bis zum nächsten Mal. Euer Andreas Hähnl. Ciao. Ciao.